Ihr habt euch gewünscht, dass es bei Familie Bergmann eine Änderung gibt. Und die Änderung werdet ihr in der ersten Folge heute erfahren. Freut euch drauf, es wird aber eine ziemlich harte Veränderung. Es wird sich einiges ändern und viele Personen werden verschwinden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn ich will neuen Schwung bei Familie Bergmann reinbringen. Bleibt gespannt, die Folge beginnt gleich. Wenn ihr jetzt schon ahnt, was es sein könnte, schreibt es doch einfach mal jetzt schon in die Kommentare und guckt am Ende der Folge, ob ihr recht behalten habt. Viel Spaß, euer Paul und einen schönen Tag noch. Ciao! Stefan, bist du echt bereit dafür? Ja, Carmen, ich denke schon. Wir müssen es eingehen und wir müssen es riskieren. Ich will es und du willst es. Und mein Bruder hat mich davon überzeugt. Jo, vertraut mir. Es ist echt die beste Entscheidung. Es ist echt die beste Entscheidung, wenn ihr das macht. Okay, dann müssen wir es jetzt den Kindern mitteilen. Ich stehe voll dahinter. Und ich auch. Dann gehen wir das Projekt jetzt an. Hoffentlich endet das gut. Emma, Alina, kommt ihr mal bitte. Wir müssen was ganz Wichtiges besprechen. Wir kommen. Ja, Mama, ich komme. Weißt du, worum es geht? Nein, ich weiß es nicht. Okay, ich auch nicht. Ich bin schon ziemlich gespannt. Oh Mann, hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Es hört sich immer so an, als ob wir gleich Ärger kriegen. Ja, das hört sich echt so an. Naja, warten wir es mal ab. Da seid ihr ja. Wie sage ich euch das jetzt am besten? Jo, bleibt ganz cool. Ich regel die Sache. Emma und Alina, also eure Eltern... Stopp. Das sagen wir ihnen. Was ist los? Ist irgendwas Schlimmes passiert? Nein, ihr zwei, aber wir möchten euch eine Veränderung vorschlagen. Vielleicht auch nur erst einmal als Test. Was ist es denn? Los, raus mit der Sprache. Ich und euer Vater, wir wollen die Stadt verlassen. Für immer oder auch erstmal nur für eine bestimmte Zeit. Und das Haus ist dann ab sofort nur für euch. Juhu, das hört sich ja mal mega cool an. Das heißt, das wird hier das Kinderhaus. Wir können dann alles umbauen, so wie wir wollen. Ja, das haben wir uns auch überlegt. Ihr könnt alles einrichten, wie ihr wollt. Ihr könnt es natürlich so lassen oder alles umgestalten. Ihr könnt euch unser Schlafzimmer nehmen. Ihr könnt auch das Wohnzimmer umgestalten. Aber eine Bedingung hätten wir dafür. Genau, und die wäre, dass Linus hier einzieht. Emma, du bist doch nicht alt genug, um alleine zu wohnen, aber deine Schwester und Linus, die würden sich wahrscheinlich gut um dich kümmern. Echt? Das wäre echt der Hammer. Aber warum wollt ihr denn gehen? Ja, ich denke, Linus würde auch hier einziehen. Vor allem könnten wir dann sogar ein YouTube-Haus daraus machen. Wir könnten superklasse Aufnahmezimmer machen, ein Gaming-Zimmer. Dann könnten wir sogar Let's Plays machen. Das wäre der Wahnsinn. Ach, wisst ihr, wir wollen die Stadt verlassen, weil Familie Bergmann mal einen Tapetenwechsel braucht. Wir brauchen auch mal eine neue Umgebung. Vielleicht finden wir auch neue Freunde und erleben noch einiges. Diese Stadt hat uns viel zu viele Nerven gekostet. Das können wir verstehen. Ja, das kann ich echt verstehen. Wir haben aber auch noch einen Alternativvorschlag für euch. Egal was es ist, ich entscheide mich fürs Erste. Jetzt hör ihn dir doch erstmal an, Emma. Wenn ihr auch nicht mehr hier wohnen bleiben wollt, verkaufen wir das Haus und suchen eine neue Familie, die in dieses Haus einzieht. Vielleicht einen Nachfolger für uns. Was haltet ihr denn davon? Auch keine schlechte Idee. Dann würden wir alle mal ein neues Umfeld bekommen. Nein, ich will hier bleiben. Aber Emma, überleg mal, ein ganz neues Umfeld. Ich meine, Linus und Micha können doch mitkommen, oder nicht? Michas Eltern würden bestimmt nicht Ja sagen. Okay, ja, das könnte ich mir vorstellen. Bei Linus wäre es nicht so schlimm. Also es steht fest, ich und eure Mutter werden die Stadt verlassen. Und jetzt kommt noch die nächste Neuigkeit. Was jetzt denn noch? Mein Bruder kommt mit und Fred und Lisa werden auch gehen. Wir werden alle die Stadt verlassen und vielleicht gibt es ja dann Nachfolger für uns. Wir wissen es einfach noch nicht, aber wir brauchen einen Tapetenwechsel. Ich denke, das ist verständlich. Ihr könntet das Haus haben, ihr könntet das Haus pflegen, da müsste ich es auch nicht verkaufen. Oder wir verkaufen das Haus, gehen alle zusammen und eine komplett neue Familie zieht hier ein. Überlegt euch einfach mal. Was denkst du, Emma? Ich weiß nicht. Also eine neue Stadt fände ich schon interessant, aber wir haben so viel hier erlebt. Wir können doch jetzt nicht einfach alles stehen und liegen lassen und verschwinden. Ich weiß. Also das Haus für uns alleine, das hört sich ja schon cool an. Wir könnten alles umgestalten. Wir könnten jeder von uns die Zimmer vergrößern und wir könnten alles Mögliche machen. Ich denke,
Ich glaube, ich weiß, was du willst. Wir machen das. Ich denke es auch. Aber schauen wir mal. Lass uns noch eine Nacht darüber schlafen. Okay, dann machen wir das so. Aber jetzt müssen wir ihnen doch unsere Entscheidung mitteilen. Ich mach das schon. Und was sagt ihr? Wie ist eure Entscheidung ausgefallen? Yo, stellt euch nicht so an. Kommt mit, das wird ein geiles Leben. Also gut. Wir entscheiden uns so. Wir schlafen noch eine Nacht darüber. Wir werden euch sicherlich vermissen, wenn ihr geht. Aber ihr müsst uns besuchen kommen. Wir würden uns wünschen, dass wir nicht den Kontakt zu euch verlieren. Auf der anderen Seite fänden wir es auch schön, eine neue Stadt zu haben. Und vielleicht wird dem Haus ja auch eine neue Familie guttun. Naja, warten wir es mal ab. Die nächste Nacht wird alles entscheiden. Alles klar. Stefan, Carmen, ihr packt langsam mal die Umzugskartons und ich besorge meinen Freund Freddy. Der wird den Umzug klar machen. Alles klar. Oh Mann, die Geschichte mit dieser Stadt geht langsam vorbei. Aber es wird Zeit für Veränderung. Es muss neuer Schwung hier rein. Richtig. Und ich freue mich auch endlich mal wegzukommen von dieser Stadt mit den 1000 Verbrechern. Stefan, wir müssen aber unsere Familie immer auf dem Laufenden halten. Na klar, wir scheiden ja nicht für immer aus Familie Bergmann aus. Oh Mann, so ein Quatsch. Wir gehen einfach nur in eine neue Stadt und führen ein neues Leben. Mal schauen, was sie davon mitbekommen. Richtig, das wird toll. Ich freue mich auch schon, Carmen.